Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute wollen wir wirklich jetzt mal endlich Threads erstellen. Letztes Mal haben wir uns so ein bisschen mit der Theorie dahinter befasst. Und in den allermeisten Fällen von Programmiersprachen werdet ihr dazu irgendwo eine Bibliothek finden, die euch im Endeffekt schon genau das gibt, was ihr braucht. Das heißt, ihr müsst irgendwie zum Beispiel Thread oder sowas importieren oder Runnable in Java. Also in Java heißt das Ding Runnable. In Python heißt das ganze Ding Thread und ja, dann habt ihr es eigentlich schon. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Thread, weil wir mit Threads arbeiten wollen und das ist eigentlich auch das Ziel heute. So, und jetzt habt ihr aber trotzdem immer noch ein Problem und zwar, das Ding ist normalerweise dann eine abstrakte Klasse. Achtung, in Java ist Thread keine abstrakte Klasse, das ist ein bisschen seltsam geregelt. Da müsst ihr wirklich von Runnable erben. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass viele hier tatsächlich auch nebenher Java lernen. Das heißt, Runnable oder auch, wie gesagt, in Python Thread, aber in Python gibt es zum Beispiel auch keine abstrakten Klassen, aber in jedem Fall müsst ihr die Run-Methode überschreiben. Das heißt, ihr braucht eine eigene Klasse, eine Class, keine Ahnung, MyThread und die erbt jetzt von Thread. Ich sage jetzt einfach mal, dass das Ding hier, dass das jetzt mit einem Interface funktioniert. Es könnte auch eine Klasse sein, je nachdem, was für eine Sprache ihr jetzt habt. Und es heißt auch nicht immer Implements und Extents. Aber wir haben uns für diese Schreibweise hier entschieden. Und ja, jetzt haben wir hier sozusagen unsere Klasse, die auch gleichzeitig ein Thread ist. Und damit kommt auch immer automatisch diese Run-Funktion mit, die Thread eben hat. Das heißt, ihr erinnert euch hoffentlich noch an letztes Mal. Das habe ich ganz schon weit nach unten gemacht. Und zwar hatten wir gesagt, wir müssen, wenn wir einen neuen Thread angelegt haben, die Run-Funktion bzw. Run-Methode aufrufen, damit er auch wirklich läuft. Und genau diese Run-Funktion bzw. Methode, die liefert euch normalerweise dieser Thread mit und der macht eigentlich auch tatsächlich alles schon für euch. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier noch machen müsst, ist eure eigene Funktionalität reinpacken. Das heißt, wir sagen hier jetzt einfach mal, wir überschreiben diese Run-Methode public function. Void ist es auch. Dann, was wollen wir machen? Naja, wir wollen Run überschreiben. Und überschreiben hatten wir auch schon gesagt, das bedeutet so viel wie wir ersetzen den Code, also falls es kein Interface ist, sondern eine Klasse, wir ersetzen den Code oder wenn es ein Interface ist, wir implementieren eben den Code für die Run-Funktion, die durch dieses Interface hier mitkommt. So, und jetzt können wir hier drin ein paar Sachen machen. Zum Beispiel, wir könnten sagen, wir geben einfach mal alle Zahlen vor int i gleich 0. Wir geben alle Zahlen aus, die von mir aus kleiner als das sind oder sowas, keine Ahnung. So, und dann sagen wir i++. Ich möchte euch jetzt einfach nur eine Sache zeigen, die euch immer wieder passieren wird, wenn ihr hier damit arbeiten werdet. Print i. So, Threads sind nämlich relativ gefährlich, was das angeht, und zwar wegen der sogenannten Nebenläufigkeit auf Deutsch oder Concurrency auf Englisch. Und zwar, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, also wir machen das jetzt erstmal fertig und dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. So würdet ihr im Endeffekt einen Thread erstellen. Klar, das hier ist natürlich dann immer das, was ihr irgendwie parallelisieren wollt. Das heißt, irgendwas, was ihr berechnen wollt hier drin. Achtung, das Ding muss void sein. Denn wir hatten ja gelernt, die Stacks, die sind tatsächlich Thread eigen. Ihr könnt nicht einfach hier, okay, ihr könntet schon, aber in dem Fall, Thread liefert euch eigentlich immer eine Void-Funktion und da dürft ihr dann nicht einfach irgendwas zurückgeben, ihr müsst ja genau diese Funktion hier überschreiben. So, wie wir irgendwas zurückgeben, darauf werden wir noch kommen, keine Sorge. Und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, irgendwie diese Threads zu erstellen. Das heißt, wir erstellen uns ein MyThread. Ihr könnt auch ein Thread erstellen im Endeffekt. Thread T ist gleich New MyThread. Und da wir nichts im Konstruktor drin haben, bleibt das hier einfach auch leer. So, warum habe ich jetzt hier Thread genommen? Naja, jeder MyThread ist auch gleichzeitig ein Thread. Das heißt, ich kann das einfach hier reinpacken. Und im Endeffekt weiß ich dann, ja okay, ich habe eine Run-Methode und das ist auch in Ordnung so. So, das heißt, wir sind jetzt genau hier, dass wir eben diesen Thread erstellt haben. Hier, das da. So,
Dieses Start wird normalerweise auch schon für euch automatisch übernommen. Von Java wird auch übernommen. Das heißt, selbst in Java gibt es zwar diese Start-Methode, die ich auch überschreiben darf oder alles, aber ich muss sie nicht aufrufen. Einzig und allein Run muss aufgerufen werden. Dann gehen wir über New. Dann wird implizit auch intern diese Start-Methode aufgerufen. Die müsst ihr also nicht mehr irgendwie behandeln. Und dann habt ihr ja Run aufgerufen. Das heißt, das Ding läuft auch am Ende. So, das heißt, ich sage jetzt hier t.run und dadurch wird automatisch, oder was heißt automatisch, wir haben es ja gerade gesagt, aber dadurch wird dieser Thread hier gestartet und loslaufen gelassen. Das heißt, er ist jetzt im Zustand running, aber es kommt immer mal wieder vor, dass das Betriebssystem, wie gesagt, schon zu viele Threads hat. Klar, das ist normal. Und dann wird einfach mal für ein paar Millisekunden, das kriegt ihr nicht mal mit. Das passiert sogar mit eurem Browser immer wieder. Ihr kriegt es überhaupt nicht mit, weil es einfach nur so kurz ist. Und deswegen lässt er einfach alle Threads einmal komplett durchlaufen, dann wieder von vorne und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar intelligente Algorithmen, die da vielleicht noch ein bisschen Priorität mit reinbringen und dann Fairness mit reinbringen und so weiter und so fort, aber die behandeln wir jetzt hier nicht. Das heißt, ihr seid im Normalfall, läuft euer Programm, beziehungsweise auch euer Thread hier und ja, das ist auch schon ganz wichtig. So, was jetzt hier aber passiert, ist folgendes. Unser Hauptprogramm, dieses Ding hier, was hier durchläuft, das erstellt einfach nur einen Thread T, New MyThread, und lässt den laufen. Und danach ist ja hier eigentlich fertig. Ich schreibe es jetzt mal explizit hin. Exit 0 bedeutet so viel wie beende das Programm jetzt sofort ohne Fehlercode. 0 bedeutet eigentlich kein Fehlercode. Das ist das, was hier automatisch auch passiert, weil unser Programm ist ja hier fertig. Wir haben nur diese beiden Zeilen hier. So, aber der Thread läuft ja jetzt immer noch weiter. Und das ist ein Problem, denn wir können jetzt ja nicht mehr mit dem Thread hier arbeiten. Wir haben auch überhaupt keinen Platz mehr auf der Konsole. Und jetzt ist es, also wir haben quasi unseren Prozess beendet sozusagen. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen abhängig davon, was für eine Sprache ihr tatsächlich habt. Und zwar entweder wird dieser eigene Thread, der gespawnt wurde, abgebrochen, wenn wir hier dieses Exit erreichen, oder aber er wird tatsächlich noch zu Ende laufen gelassen. Das heißt, es werden tatsächlich alle Zahlen, trotz dass euer Programm eigentlich schon fertig ist, komplett noch ausgegeben. Weil das Ding ist jetzt ein unabhängiger Thread von unserem Hauptthread. Das ist ja jetzt auch ein Thread, das war sozusagen unser Main-Thread, den hatte ich hier hingeschrieben. Das war der Thread 1, das ist unser Hauptprogramm und das ist der, den wir gerade gespawnt haben, indem wir einen neuen Thread erstellt haben. Das heißt, den ersten Thread bekommt man gratis mit und den zweiten haben wir hier erstellt. Der erste ist aber hier zu Ende, aber der zweite läuft in manchen Fällen tatsächlich noch durch. Ja. So würdet ihr erstmal Threads benutzen und ja, nächstes Mal geht es dann natürlich noch weiter zu Threads. Keine Sorge, wir sind hier noch lange nicht am Ende und ich glaube, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!